Was war ja noch Gutes geschehen ist, ist, dass wir haben Gottes Gegenwart erlebt, oder? Entweder zu Hause oder gemeinsam versammelt. Und Gottes Gegenwart lässt sich sowieso nicht einsperren. Er ist omnipräsent und seine Gegenwart manifestiert sich immer wieder unter uns auch spürbar, oder? Ja. So Gottes Gegenwart schon mal erlebt. Ja. Das macht den Unterschied, oder? Ja. The real deal. Gottes Gegenwart macht den Unterschied. Das ist das Beste in meinem Leben. Wenn ich müde, das zu sagen, seine Gegenwart ist das Beste in meinem und in deinem Leben. Amen. Denn sie ist so massiv, so uneinkastelbar und immer wieder anders und voller Überraschungen. Weil wir heute einen Jahresabschlussgottesdienst haben, habe ich auch ein, zwei, drei Leute gebeten, Zeugnis zu geben. Aber wir beginnen zuerst mit einem My Story. Diesmal vom, er wird sich selber vorstellen. Hi, ich bin der Elias und ich möchte dir eine kurze Geschichte heute erzählen, wo es um meine Gesundheit geht. Und zwar ist das Ganze schon ein bisschen länger her. Mit circa 10 Jahren habe ich eine Diagnose bekommen von meinem Orthopäden, dass ich eine schiefe Wirbelsäule habe, also dass ich Skoliose habe. Und kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, mit 10 Jahren ist das jetzt nicht so, ich habe das auch nicht wirklich einordnen können, was heißt das für mich, was macht das in meinem Alltag. Auf alle Fälle hat das für mich dann konkret geheißen, dass ich zum Physiotherapeuten gegangen bin und dort halt Stunden genommen habe. Meine Physiotherapeutin war auch wirklich nett, aber man kann sich denken, es macht mir nicht extrem viel Spaß, mit 10 Jahren vor einer Frau rumzuturnen, nur in Unterhose bekleidet und Übungen zu machen, die der Marienkäfer heißen. In dem Sommer aber, wo ich diese Diagnose bekommen habe, war ich auf einem christlichen Kindercamp und habe die Gegenwart Gottes erlebt. Und du fragst dich vielleicht, okay, die Gegenwart Gottes, was heißt das konkret? Was soll das überhaupt bedeuten? Ich habe einfach gemerkt, dass derjenige, der mich geschaffen hat, dass er mich liebt, und das war in meinen Gefühlen und meinen Emotionen erlebbar in diesem Moment. Und weil ich das erlebt habe, hatte ich einfach so ein Vertrauen, dass derjenige, der mich geschaffen hat, ist gerade hier und ich spüre seine Liebe. Er wird sicher wollen, dass auch meinem Körper gut geht und dass ich Heilung erfahre. Also habe ich den Mund gefasst und habe einen Betreuer gefragt, hey, könntest du vielleicht für meinen Rücken beten? Und habe ihm kurz meine Situation geschildert. Derjenige hat dann für mich gebetet und ich habe wirklich auch eine Art Hitze in meinem Rücken gespürt und gemerkt, wie etwas passiert. Ich war dann ein paar Wochen nach dem Kindercamp bei meinem Orthopäden. Er hat meinen Rücken kontrolliert und ist darauf gekommen, die Wirbelsäule ist perfekt gerade. Und du denkst jetzt, hä, das geht ja nicht. Okay, oder vielleicht war es wegen der Physiotherapie. Ich kann dir sagen, nein, es war nicht wegen der Physiotherapie. Ich bin nach diesem Kindercamp um mehrere Zentimeter auf einmal größer gewesen. Und man wächst normalerweise nicht in einer Woche 3-4 Zentimeter. Sondern meine Wirbelsäule hat sich wirklich gestreckt. Und das ist so cool. Und ich möchte sagen, Jesus liebt dich. Jesus hat am Kreuz mit seinem eigenen Blut für unsere Gesundheit bezahlt. Und wenn wir das glauben, können wir Gesundheit empfangen. Wenn du also irgendwie krank bist, wenn du Schmerzen hast, wenn du Probleme im Alltag hast, mit egal was von deinem Körper, komm zu Jesus. Er möchte dich heilen. Und Jesus heilt gerne. Ciao. Ich kann mich noch gut erinnern, das ist meine doppelt verdrehte Wirbelsäule, also doppelte Skoliose. Und ich kann mich auch noch erinnern, wie er größer war. So. Fast. Also er war relativ früh groß. Ja, er hat mich relativ bald gewachsen. Ja, so soll es sein. Ich habe dann noch zwei, drei Freiwillige. Liebe Irene. Also ich habe dieses Jahr echt viele coole Sachen mit Gott erlebt, muss ich sagen, wirklich. Und eine Sache war ganz besonders schön für mich und das war kurz vor Weihnachten. Das war eigentlich mein schönstes Weihnachtsgeschenk, was ich bekommen habe. Ich habe eine urliebe Freundin, die ich eigentlich sehr wenig sehe und durch Corona jetzt eigentlich noch viel weniger gesehen habe. Und sie hat auch ein schweres Jahr hinter sich. Sie hat voll viele Probleme gehabt und ja, es ist ihr halt nicht gut gegangen. Und das Thema Schenken war für mich dieses Jahr ein besonderes Thema. Ich bin durch Jesus einfach mit dem Thema Geben so extrem in Kontakt gekommen und nicht nur Geld zu geben, sondern auch Aufmerksamkeit zu geben und sonstige Dinge. Und dann habe ich irgendwie so gespürt, okay, ich mag dieser Freundin was schenken. Ich habe eigentlich überhaupt nicht gewusst, was, weil es war nicht so einfach. Und
dann habe ich was bestellt auf Amazon, was ich eigentlich für den anderen ursprünglich geplant hätte, das hat sich aber dann nicht ergeben, und dann ist das bei mir daheim gelegen und ich habe gedacht, naja, was mache ich damit? Und irgendwie habe ich dann so den Eindruck, okay, ich muss das meiner Freundin schenken, und habe dann noch was dazu gekauft und eine Karte geschrieben und habe das auf die Post gebracht. Und ich habe dann ehrlich gesagt auch irgendwie gar nicht mehr darüber nachgedacht, und ja, dann irgendwie war viel los vor Weihnachten, und plötzlich, 2 Tage vor Weihnachten, schreibt sie mir eine Nachricht, also schickt mir eine Sprachnachricht. Und auch da habe ich noch nicht dran gedacht, dass sie irgendwie mit dem Geschenk zusammenhängen könnte. Und ich höre mir das so an und sie weint fast und sagt, ja, sie hat sich so gefreut über mein Geschenk und es hat schon urlang nicht mehr jemand so was Persönliches geschenkt, und gerade jetzt, wo das alles so schwierig ist und das, was da drinnen war, ich weiß nicht, sie hat gesagt, ich weiß nicht, ob du Gedanken lesen kannst, aber das wollten mein Freund und ich uns kaufen die ganze Zeit schon, und ja, das war irgendwie so. Und dann hat sie eben gesagt, ja, und sie hat so ein schlechtes Gewissen, weil sie hat gar nichts für mich. Und das war irgendwie so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, zum ersten Mal in meinem Leben, und es geht auch überhaupt nicht. Und es geht überhaupt nicht. Und das ist das, was ich beim Schenken auch mein ganzes Leben lang irgendwie nicht verstanden habe oder nicht gespürt habe. Ich habe immer gehofft, dass ich zu Weihnachten Geschenke gekriegt habe, aber von meiner Mama und von meinen Eltern eigentlich die letzten Jahre gar nichts mehr gekriegt. Urlang schon nicht mehr, war jung und traurig. Und wie sie das so gesagt hat, ja, sie hat so ein schlechtes Gewissen, sie hat gar nichts mehr für mich, naja, sie wird sich irgendwann revanchieren, sie wird mir sicher was schenken, habe ich gespürt, nein, das muss sie gar nicht, weil diese Freude, die sie gehabt hat, in dem Moment, wo sie mein Paket aufgemacht hat, dieses zu Tränen gerührt und diese Liebe, die sie gespürt hat, einfach von mir, wenn ich an sie gedacht habe, das war für sie so ein Geschenk und das war mein Geschenk gleichzeitig, einfach weil ich so eine Freude machen konnte. Und da habe ich einfach gemerkt, es ist voll wurscht, was ich kriege zu Weihnachten, es ist viel wertvoller, ich schenke was und kriege eben diese Freude zurück als irgendwelche materiellen Dinge. Und das hat mir Gott gezeigt, weil ich einfach die letzten Jahre immer nach Weihnachten so traurig war eigentlich. Und ja, und das wollte ich einfach mit euch teilen, weil das so schön war und mich das so berührt hat und ich das einfach voll gut finde, auch für andere Leute das zu wissen, ja, worum es eigentlich wirklich geht. Ja. Das ist fast schon sportlich. Zehn Leute. Ja, Wahnsinn. Ich kann mich da erinnern, anschließend von Anfang. Es sind so coole Sachen passiert, war ja auch mit Gott, das ist. Wusste ich gar nicht, wie du mich gefragt hast, wo ich anfangen soll. Also, nehmt euch jetzt Zeit. Nein, tatsächlich ist, glaube ich, das coolste Zeugnis sitzt halt da. Also ich habe meine Partnersuche und Partnerwahl und so eine Frauenvorstellung immer so, das muss so sein und perfekt und hin und her, das war. Und ich habe gedacht, das kann mir Gott eh nicht geben, was ich mich irgendwie vorstelle und mir wünsche. Ja. Tatsächlich ist, ja, mein größter Wunsch, was ich so im Herzen gehabt habe für eine Partnerin, ist heute da, und das ist einfach noch ein bisschen surreal. Ich bin eher meine Wünsche einfach erkannt schon von Anfang an und hat mir einfach das jetzt erfüllt. Ja. Bin so dankbar. Ja. Ganz kurz, aber knackig. Schon viel gehört über 2020. Für mich war es auch ein extrem cooles Jahr. Einfach vielleicht eines der besten Jahre meines Lebens. Gleichzeitig ein sehr herausforderndes Jahr und sehr, sehr schwierig auch teilweise. Also Corona, wisst ihr alle, haben wir alle erlebt, war vieles nicht so, wie wir uns das eigentlich vorher vorgestellt oder gewünscht hätten in dem Jahr. Und wahrscheinlich wünschen wir uns nicht noch so ein Jahr in der Hinsicht. Für mich kam dazu, dass ich seit ein bisschen mehr als einem Jahr jetzt geschieden bin, knapp über 2 Jahre getrennt von meiner, ja, und das war eben auch noch herausfordernd dieses Jahr. Viel Chaos, kann man sagen, was daraus entstanden ist und auch ja, schmerzhaft teilweise. Aber gleichzeitig sage ich trotzdem, es war echt wahrscheinlich das beste Jahr in meinem Leben bis jetzt. Einfach weil ich so stark erlebt habe,
wie Gott einfach da war. In jeder Situation. In meiner ganzen Überforderung, in meinem ganzen auch Schmerz und alles, was da war, war einfach da. Das habe ich so stark erlebt. Und bin jetzt, dieses Jahr einfach ein großes Stück mehr zu ihm nach Hause gekommen, kann ich sagen. Also ich kenne ihn schon lang, aber dieses Jahr war so einfach ein Gefühl von nach Hause kommen und ja, auch ihm näher zu kommen. Dass ich wissen darf, dass ich bei ihm einfach sein kann, dass ich bei ihm bleiben kann, dass ich nicht mehr weg muss von ihm. Ich habe jetzt vor kurzem eine neue Wohnung gefunden, bin im September, eigentlich schon Mitte September übersiedelt. Bin jetzt die letzten 3 Monate wenig dazu gekommen, mich schön einzurichten. Die Tage jetzt, seit gestern, vorgestern, habe ich genutzt, ein bisschen was zu ordnen und ja, neue Möbel reinzustellen. Und schon langsam wird es wirklich wohnlich auch und das Wohnzimmer oder aus dem Wohnzimmer. Und für mich war das Gefühl jetzt so stark, auch die letzten Tage, dieses Nachhausekommen, wie wir bei Gott auch nach Hause kommen dürfen. Dass er einfach Ordnung schafft in meinem Leben, dass er Ordnung schafft in unserem Leben, dass wir, ja, dass ich jetzt zum Beispiel, was die Wohnung betrifft, jetzt auch mehr Zuversicht habe, Leute einzuladen in meine Wohnung, so ähnlich ist es mit meinem Leben. Also je mehr Ordnung da reinkommt, je mehr er da reinkommt, desto mehr Freude habe ich auch daran, Leute teilhaben zu lassen und Leute einzuladen. Ja, das war für mich 2020. Ich hoffe, 2021 wird noch besser, anders. Ich hoffe nicht nochmal das Gleiche, aber ich bin sicher, Gott hat was Großes vor, auch 2021. Jetzt so weitermachen, aber das war nur ein Auszug, irgendwie so eine Probe aus dem Wasser des Segens, das Gott für uns vorher gehabt hat. Aber das war so ein gutes, starkes, schönes Jahr und eine Beziehung mit Gott ist so. Das heißt, wir gehen wirklich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es ist wirklich ein, je intensiver wir uns auf ihn einlassen, desto gut. Ja? Mein Deutsch ist wieder super. Nein, ist wirklich großartig. Ich habe mich schon gefreut. Ich habe nicht gewusst, was ihr erzählen werdet, von dem her war ich auch sehr überrascht. Taugt mir total. Und es ist alles so ein bisschen eine Frage vom Fokus, oder? Ja. Letztendlich sind wir ja keine Realitätsverweigerer, aber wir sind nicht die, die Realität auf den Thron setzen. Die irdische Realität setzen wir nicht auf den Thron, oder? Also wir sind nicht so, das alles gibt's nicht, das wäre ja dumm. Das wäre wirklich, da würde jeder sagen, wir sind nicht ganz beieinander. Aber es ist so, dass wir unseren Fokus woanders haben. Und das ist so stark. Offenbarung 12, Vers 11 sagt uns, und sie haben ihn, also in dem Fall den Bösen, überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Das bedeutet nicht, dass man sein Leben hassen soll, aber es bedeutet, dass man Gott mehr erlebt als seine eigenen Vorlieben. Aber worum es hier geht, ist, dass das, warum ich diesen Vers bringe, ist, dass das Blut des Lammes, also das von Jesus Christus, mit dem er die Sünde der Menschheit bezahlt hat, ein für alle Mal, ist in einem Satz erwähnt mit dem Wort eines Zeugnisses. Also wenn du Zeugnis gibst, bist du schon auf der Siegestraße. Du gewinnst und überwindest. Indem du das gesagt hast, was du gesagt hast, machst du es noch fester. Und du verlierst nicht, sondern du gewinnst. Und das ist das Schöne am Zeugnis geben. Und ich wurde immer wieder mal eingeladen, wo Zeugnis zu geben. Und ich glaube, ich habe noch nie Nein gesagt. Erst gut, hätte Gott gesagt, nein, gib dein Zeugnis nicht, Peter, dann hätte ich Nein gesagt. Aber es ist immer so etwas Stärkendes, etwas Auferbauendes, etwas, was uns stark macht und das Gegenüber. Es ist quasi dieses Perpetuum mobile, was dich stärkt und das Gegenüber. Normalerweise verlierst du, wenn du was hergibst, aber im Reich Gottes ist das nicht so. Da gewinnst du. Du bist voll gestärkt und überwindest durch das Wort deines Zeugnisses. Yes, Amen, praise you, Hallelujah. Es hilft beim Überwinden. Das ist ein bisschen auch eine Fokussache und ich habe schon ein bisschen wahrgenommen, trotz der Großartigkeit dieses Jahres, dass ich glaube, jeder ein bisschen auch abgelenkt worden ist, zu einem gewissen Grad, oder?
dass man, es ist leicht auf einer Straße fahren, auf einer Landstraße, wo links und rechts grüne Wiese ist. Aber wenn auf der grünen Wiese lauter Dinosaurier sind, könnte es sein, dass du links und rechts einmal schaust. Du weißt, sie können dir nichts anhaben, aber irgendwie schaust schon. Ja? Und so sind Dinge aufgetaucht, links und rechts auf dem Weg unseres Lebens heuer, die uns ablenken wollten. Aber die Frage ist, lassen wir uns jetzt ablenken oder nicht? Es gibt Dinge, die sind, die nehmen wir wahr, aber die sind dann auch nicht so wichtig, so viel Zeit zu investieren, oder? Es gab selten so viele Verschwörungstheorien und ich habe Gott sei Dank auch keine extrem ausgesprägte Meinung, was das oder jenes angeht, sondern ich habe eine ganz große Überzeugung, dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen sollten. Das heißt, ich will euch nicht sagen, impfen, nicht impfen, testen, nicht testen, ist alles eure Sache, der Heilige Geist wird es das sagen. Und wenn sie wirklich es trinken, wird sie ihnen nicht schaffen, sagt Markus 16, nur so by the way. Also, im Endeffekt ist es eure Sache und meine Sache, uns vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Unsere Aufgabe ist es, euch die Vaterliebe zu präsentieren, das Wort Gottes zu präsentieren und die Leitung vom Heiligen Geist zu lehren. Und das ist es, worum es geht. Aber man möchte so gern irgendwie eine Partei ergreifen. Das ist irgendwie ist in uns drin. Ich bin ein Rabbiter, ich bin Austrianer. Also bei uns in der Volksschule jetzt nur Austrianer geben? Yeah. Und ein paar Rabbiter? Naja. Es sind doch hier ein paar Austrianer, merke ich gerade. Eigentlich ist es wurscht, ja? Aber man möchte irgendwo dazugehören, oder? Und jetzt bin ich ein Impfgegner. Ich weiß, ich bin ein Impfbefürworter. Das sind wir in den letzten zwei Teams. Und letztendlich bitte ich dich, wirklich vom Heiligen Geist zu hören und nicht allem zu glauben, was im Internet steht. Weil du wirst, egal was du suchst im Internet, du wirst eine Bestätigung deiner Meinung finden. Ganz sicher. Du wirst die totale Provos sagst, keine Frage, auf jeden Fall. Oder auch total kontra. Du wirst beides finden. Also lass dich bitte vom Heiligen Geist leiten, darfst dich informieren und dann hör auf das, was dein inneres Zeugnis sagt. Philipper 4, Vers 8. Nun, liebe Freunde, lasst mich noch zum Schluss etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein, liebenswert, bewundernswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Das heißt, wir können Dinge wahrnehmen, die Frage ist, worüber möchte ich nachdenken? Versteht ihr, was ich meine? Oder was hier Gott uns sagen möchte? Er sagt, alles, was ehrbar, alles, was ein Lob wert ist, darüber sei bedacht. Und es wird sich in deinem Leben manifestieren, in deinem Gesicht. Du bist gleich viel fröhlicher, wenn du nicht nur über zwidere Sachen nachdenkst. Es macht dich stark, es macht dein Herz stark, es macht dich glücklich, es macht dich fröhlich und so will dich dein himmlischer Papa. Er will, dass es dir gut geht. Und er weiß viel besser als du und viel besser als ich, was dir gut tut. Es tut dir gut, wenn du, warte mal, da steht, konzentriere dich auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Man könnte so viel Gossip lesen und verbreiten die ganze Zeit, aber das wollen wir ja nicht. Man könnte sich die ganze Zeit aufbuddeln, wie schlecht alle Menschen sind oder wie schlecht die Welt ist, aber das wollen wir ja nicht. Hier steht nämlich, konzentriere dich auf das, was gut ist. Und es gibt so viel Gutes in dieser Welt. Ich meine, ich schaue da durch die Reihen, das ist schon mal etwas, ja? Was echt erwähnenswert, lobenswert, feiernswert ist. Und wie gesagt, wir sind keine Realitätsverweigerer. Aber die Frage ist, worauf habe ich meinen Fokus? Weil da, wo ich meinen Fokus habe, in die Richtung fahre ich, oder? Also bei mir ist es immer so, ich habe es schon sicher ein, zwei Mal erwähnt, aber selber schuld, ihr hört es noch einmal, dass wenn du die Spindel rauf fährst, beim Ikea zum Beispiel, die fahre ich extrem schnell rauf, wenn ich allein bin. Ja. Weil ich einfach weiß, wie es geht. Ich schaue nach innen, nicht nach außen. Du musst nach innen schauen. Wenn du nach außen auf die Wand schaust, bist du in der Wand. Aber wenn du weißt, wie es fährst, dann bist du schon oben. Ja. Gibt es auch keinen Gegenverkehr normalerweise. Einmal ist meine Entgegnung, das war eine wunderbare Überraschung. Für uns beide. Ja, das war auch einer von Ikea. Ich glaube, da kommt keiner mehr. Gut. Tut nichts zur Sache, aber lass uns auf das schauen, was ehrbar, was wichtig ist. Und es gibt so viele coole Sachen. Und ich glaube fast, dass wir zum Schluss auch nochmal dieses schöne Video abspielen werden. Nicht jetzt, später dann, wenn ich dann fertig bin, später dann. Ja? Zurück zu den Notizen, Peter. So. Die sind so schön bunt heute. Ja, wow. Also, danke Marion. Ihr könnt sich an die Geschichte erinnern, ich lese jetzt nicht aus der Bibel vor. Petrus ging auf dem Wasser, oder? Jetzt ist die Frage, siehst du den Petrus, der aufs Wasser gestiegen ist, oder siehst du den sinkenden Petrus? Und was denkst du? Ich denke mal, er ist ein Held, oder? Er hat gesagt, wenn du es bist, Jesus, dann sag, komm und ich komm. Und Jesus hat gesagt, komm. Und auf das Wort hin ist er aufs Wasser gestiegen. Mach das einmal.
Und er hat nicht gewartet, bis es gefroren ist, das Wasser. Nein, dann wäre es leicht, ja. Sondern er ist einfach aufs Wasser gestiegen und ist am Wasser gegangen. Weil Jesus gesagt hat, komm. Und er hat auf Jesus geschaut. Und wir wissen, die Geschichte ist so, dass ab da, wo er dann nicht mehr auf Jesus geschaut hat, wo er gegangen ist und dann nur noch auf die Wellen geschaut hat, ist er gesunken. Aber was hat ihn auf dem Wasser gehalten? Indem er auf Jesus geschaut hat. Und das ist das Gleiche, was uns übernatürlich tragen wird in unserem Leben. Weil auf dem Wasser gehen ist übernatürlich, sind wir uns einig. Ja? Also ich gebe dir mal ins Probieren, 2, 3 Schritte vielleicht. Höchstens, wenn du echt schnell läufst. Aber das war es dann auch schon. Die meisten gehen unter, also eigentlich alle. Aber es ist übernatürlich. Und Petrus hat auf das, hat auf Jesus geschaut und hat gesagt, okay, ich geh zu dir hin. Er hat auf Jesus geschaut, hat sich anfänglich nicht ablenken lassen. Später dann schon. Aber wenn wir auf Jesus schauen, sind wir immer gut dran. Dann schauen wir nämlich auf den übernatürlichen Gott und nicht auf die irdischen Umstände. Und letztendlich ist das der Punkt, den ich hier versuche zu hämmern. Im Endeffekt geht es darum, dass wir auf den übernatürlichen Gott schauen und nicht auf die irdischen Umstände. Denn wir sind Überwinder durch Christus Jesus, der uns geliebt hat, oder? Das ist das, was die Bibel sagt. Wir sind Überwinder durch ihn, weil er uns geliebt hat und uns liebt und liebt und liebt. Ich liebe die Jünger. Ich meine, wir werden, also die vielen Fragen, die sie, auch lustigen Fragen, die sie gestellt haben, die hätten wir auch gestellt. Ja? Stelle ich nicht über sie. Also, es ist leicht reden in unserer Situation. Ja? Wir kennen eine Geschichte. Aber sie hatten das ja damals noch nicht. Und Jesus ist auferstanden, ist ihnen erschienen. Und dann haben sie ihm die Frage gestellt in der Apostelgeschichte 1, lesen wir das gleich am Anfang. Als sie nun zusammengekommen waren, fragten sie ihn, und in einer anderen Übersetzung steht, fragten sie ihn immer wieder. Also sie haben ihm immer wieder diese Frage gestellt. Jesus ist gestorben, hat den Tod besiegt, okay? Und sie stellen die Frage, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Die sind fest davon ausgegangen, dass das quasi das Königreich Davids wieder aufstellen wird, wieder herrichten wird. Sie werden Finanzminister und Umweltschutzminister und was weiß ich. Sie haben sich gedacht, es wird ein irdisches Reich. Und Jesus gibt so eine gute Antwort. Er sagt, er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht gesetzt hat. Er hat gesagt, es geht nicht um das, was du hier siehst, um das irdisch Anfassbare. Sie haben sich gedacht, ja, er ist jetzt ihr irdischer König. Und das ist auch das, was er gesagt hat, kurz bevor er aufgefahren ist in den Himmel. Ja. Er hat dann gesagt, es geht dann weiter in Vers 8. Vers 8. Also, genau, habe ich auch. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa, in Samaria und auch hier, bis hier, wo wir wohnen, bis ans Ende der Erde. Er hat gesagt, es geht nicht um dieses irdische Reich. Versteht das nicht falsch, wir werden nicht die Römer hier jetzt ausradieren, sondern was ich euch gebe, ist so viel besser, so viel größer. Es ist ein ewiges Reich, es ist das Reich Gottes. Und sie haben gesagt, das Reich Gottes, wo ist es? Und er hat gesagt, du kannst nicht sagen, es beginnt hier oder es endet da, sondern das Reich Gottes ist mitten unter euch, hat er gesagt. Das Reich Gottes ist Jesus Christus und sein Wirken unter uns Menschen, durch uns und mit uns. Das ist das Reich Gottes. Und das ist das, was wir aufrichten. Wir wollen die Liebe Gottes ausbreiten und wir wollen, dass es sich ausbreitet über diesen ganzen Globus. Wir wollen, dass die Herrlichkeit Gottes erkannt wird, oder? Amen. Amen. Und dazu hat er uns Kraft aus der Höhe gegeben. Ich meine, was für eine geniale Antwort. Die so, okay, geht's los. Und er so, ja, aber anders als du denkst. Lass dich von Gott überraschen, es ist oft anders, als wir es uns vorstellen. Wir denken oft so irdisch, aber wir sollten ein bisschen himmlischer denken. Es gibt zweimal, wo das, öfters, aber zwei Begebenheiten, wo die Rede davon ist, dass wir unseren Blick heben sollen. Das eine ist, wo Jesus sagt, heb den Blick, denn die Ernte ist weiß, bereit zur, also die Felder sind weiß, bereit zur Ernte. Quasi, die Menschen sind bereit fürs Evangelium, sie sind bereit, Jesus anzunehmen. Also schau nicht nur da auf dein eigenes kleines Kreisel rund um dich herum, um deine eigenen Problemchen. Die werden nämlich gelöst, indem du deinen Blick hebst und dich um andere kümmerst und auf andere schaust, ja. Und währenddessen du anderen dienst und gibst, löst Gott die Dinge für dich und schickt die Leute, die dir helfen und so weiter und so fort. Gott ist ein Belohner derer, die ihn ernsthaft suchen und du wirst immer zurückbekommen. Das ist fix, ja. Wie das Amen im Gebet, wollte ich schon sagen. Ja, Halleluja. Er ist so treu. Danke, Herr. Sondern es ist etwas Übernatürliches, ein übernatürliches Reich, in dem wir leben. Für immer.
für immer. Danke, Herr. Und er hat auch noch gesagt, wir werden Kraft empfangen, das zu tun. Where he guides, he provides, sagt man im Englischen. Da, wo dich hinschickt, da gibt er auch die Ausstattung. Und das ist es, die Taufe im Heiligen Geist, das ist die, wer das schon empfangen hat, der weiß, was für ein Unterschied das macht, oder? Ja. Amen. Amen. Wie gesagt, wenn du das noch nie empfangen hast, das ist ganz einfach, kommst am Gottesdienst vor, wir beten für dich, Jesus ist der Taufe im Heiligen Geist, zack, und du hast es empfangen. Kraft aus der Höhe, großes Nicken auf der Marienseite. Voll. Gott ist so gut. Jetzt muss ich ein bisschen viel herumkugeln. Also, was sie sich gedacht haben, die Jünger, ist, er wird jetzt ein irdischer König. Aber Jesus ist weder ein Politiker gewesen. Du wirst gar nichts finden, wo Jesus die Politiker in dem Sinn, wo er sich über die Politik beschwert. Gar nicht. Jesus geht es immer nur um die Herzen. Auch bei den Pharisäern, er spricht immer nur über die Herzen. Er spricht über das, wo sie noch Heilung brauchen in ihrem Herzen. Und er sagt nicht, okay, lass uns die Römer jetzt wegräumen. Überhaupt nicht. Jesus spricht nicht über Politik. Und ich habe auch keine tiefe Überzeugung, dass wir Christen die ganze Zeit über Politik reden sollten. Ich halte das auch für eine Ablenkung. Das Wort Gottes hat einen Vers, wir sollten beten für die Regierung, dass wir hier uns versammeln dürfen. Dass wir in Ruhe unser Christenleben leben dürfen. Das machen wir immer wieder mal, auch nicht jeden Tag. Herr, schenke der Weisheit, wir wollen hier uns legal treffen. Wenn nicht, dann treffen wir uns illegal. Da kennen wir nichts. Er ist aber auch kein Moralapostel gewesen, wie man ihn manchmal darstellt. Jesus hat die Liebe Gottes verkörpert. Und er war kein Moralapostel. Das ist so ein No-Go. Und irgendwie hat mich diese Liebe so gehittet, wie ich letzte Woche gepredigt habe, über diese Lukas 15 Geschichte, ihr könnt euch sicher erinnern, der verlorene Sohn. Und wo die Pharisäer am Anfang von Lukas 15 sagen, wieso sind die ganzen Zöllner und Sünder bei dir? Weil Jesus so etwas Annehmendes hat. Er hat ja auch dich und mich angenommen, wie wir sehen, oder? Darüber bin ich so froh. Ich habe mich nicht irgendwie verwandeln und verstellen müssen. Er nimmt mich so, wie ich bin. Er nimmt dich so, wie du bist. Er lässt dich nicht so, wie du bist, aber er nimmt dich so, wie du bist. Ja? Also wenn du es zulässt. Und das ist das Schöne an Jesus. Er ist kein Politiker, er ist kein Moralapostel, er ist kein Gesetzesgeber. So, das darfst du und das nicht. Ja, was soll man machen? Ich war vor kurzem in Wels in einem Hotel und das ist ein bisschen grenzwertig, das Thema, aber gut. Ich habe in ein Hotel gebucht, weil ich in der Rema übersetzt habe und dann hat mir jemand gesagt, ich bin immer schon gerne in dem Hotel, muss ich dazu sagen. Ich mag das, du kennst es auch, das ist ein cooles Hotel. Ja? Fair, ihr kennt es auch, ja? Alle, die schon mal in Wels waren, die meisten kennen es, irgendwie nett. Und dann sagt mir jemand, weißt du, das gehört Moslems. Und ich habe mir gedacht, jetzt Moment einmal, ich habe ein Hotel gebucht. Ich habe nicht vorgehabt, zum Moslem zu werden oder zum Islam zu konvertieren. Ich wollte nur ein Hotelzimmer. Ich werde es jetzt nicht umbuchen. Das ist religiöser Kack. Ja. Lass es doch nicht so. Oder ich habe auch mal gehört in den letzten Jahren, ich kaufe mir kein Kebab, weil das sind Moslems. Ich sage dir was, weißt du, was Jesus machen wird? Und ich mache das auch. Ich folge ihm nach. Ich bin dort Licht. Ich erzähle ihnen von Jesus. Ich meine, die grinsen immer schon, wenn ich reinkomme, weil ich mag die und die mag mich. Ja? Also bei uns im Ort, wir kaufen dort oft ein. Ich habe nicht in eine islamische Aktie investiert, sondern ins Reich Gottes, indem ich mit denen rede. Jetzt lass uns doch bitte ein bisschen mehr sein wie Jesus und nicht so religiösen Mist machen. Ja? Okay, jetzt ist es mir ein bisschen leichter. Ich weiß nicht, ob es so gut wird. Halleluja, danke Herr. Danke, Herr, du liebst mich. Es ist so, wir sind nicht der Welt, oder? Sagt der Erde. Nicht nur untereinander, nicht nur in der Gemeinde, sondern draußen in der Welt. Wir sind Botschafter an Jesu Christi Stadt. Was wird Jesus tun? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Halleluja, ich renne schon wieder offene Türen ein. Das gefällt mir. Jesus hat einfach die Vaterliebe demonstriert und seinen Willen umgesetzt. Lass uns das auch machen. Lass uns einfach den Blick heben. Das zweite Mal, wo er gesagt hat, obwohl das Wort Gottes sagt, hebt den Blick, ist, ich lese euch den nachher vor, dem Psalm 121 später, lift your eyes up to the mountains, where does my help come from? Also hebt deinen Blick zu den Bergen auf, wo kommt meine Hilfe her? Meine Hilfe kommt vom Herrn. Das ist es, wo wir unsere Hilfe suchen sollten. Nicht immer nur unter anderen. Ich kann mich nicht erinnern, vor kurzem habe ich das gehört von Ben, hat mir gefallen, der Paulus war im Gefängnis, ja, das wissen viele von euch, gibt Gefängnisbriefe aus dem Gefängnis geschrieben, wo du denkst, wahnsinnig gut drauf, der Typ, obwohl er da im Gefängnis ist. Ja? Und ich meine kein Air-Condition-beheiztes Fernseher-Gefängniszimmer, sondern wirklich mies. Und kein einziges Mal kannst du lesen, bitte betet für die Umstände, dass die Wärter lieber zu mir sind. Und das ist alles so unfair, das findest du nicht da drinnen.
sondern er feiert den Herrn. Und manchmal sind wir so, wir rufen dann 30 Leute an, weil uns irgendwo der Schuh drückt, und das ist schon manchmal okay, andere zu involvieren, ja, nicht jeden Tag. Das könnte, ja. Aber richt deinen Fokus auf die guten Dinge. Richt deinen Blick auf Jesus. Be more heavenly minded. Der vorletzte Vers, den ich habe, ist aus Hebräer 12, 1 und 2a. Da wir so viele von so vielen Zeugen umgeben sind, das ist eine Auflistung von diesen ganzen Glaubenshelden, Hebräer 11, Hall of Fame. Und dann steht hier, weil das ist ja alles mit den Kapiteln wurde ja später eingeführt, aber gut, es geht dann weiter mit, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken, hat ihr schon mal erlebt, ja? Ja, blickt auf die Runde, Ehrlichkeit. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten. Und das ist es, was richtige Glaubenshelden machen. Sie halten durch. Ja. Sie gehen nicht verloren am Weg. Es ist so schade, wenn jemand läuft und bei Kilometer 42, wir wissen, Marathon geht ein bisschen länger als 42 Kilometer. Wenn du deinen Lauf mit dem Herrn läufst, bis zum Schluss. Das sind die wahren Helden. Ja. Weißt du, es gibt welche, die sind sehr laut. Und auch sehr schnell wieder weg. Im Reich Gottes gibt es immer wieder Leute, die sich eine Bühne bauen, draufstellen, sehr laut sind und dann leider auch wieder weg sind. Aber weißt du was, wir wollen ausdauernd sein, wir wollen durchhalten. Und durchhalten tun wir wie? Wie geht das? Sag's uns, Bibel. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist der Anfang und das Ende, Alpha und Omega. Er war, Halleluja, und er ist und er wird sein. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Halleluja. Es ist so wichtig, dass wir da eine tiefe Offenbarung drüber haben und auf ihn schauen und uns nicht so viel ablenken lassen. Ich verstehe, dass Dinge uns ablenken können, und es trifft dich auch nicht ein Blitz aus dem Himmel, wenn du dich ablenken lässt, aber richte deinen Blick wieder auf ihn, auf die Mitte der Straße, und wär nicht komisch, sondern bleib an ihm dran. Oder? Ja? Ja? Sind wir uns einig? Die meisten zumindest. Aber Liebe, danke Herr, dass du uns hilfst, dass wir uns nicht ablenken lassen, sondern dass wir einen Fokus auf dich haben. Auf dich schauen, Jesus. Ich liebe dich, ich liebe dein Angesicht, ich liebe deine Güte, ich liebe dein Wort so sehr, Herr. Ich liebe dein Wort so sehr, und es macht mein Leben reich. Es macht mich so voller Freude, so voller Zufriedenheit, so voller Juhu. Halleluja, danke Herr. Lass dich nicht ablenken, und ich möchte zum Abschluss den Psalm 121 vorlesen. Der kommt jetzt nicht auf die Wand. Also du kannst, wenn du möchtest, die Augen zumachen und genießen. Du kannst sie auch offen lassen und mir zuschauen beim Lesen, wie du möchtest. Psalm 121 ist ein und ich möchte einfach dieses Jahr mit diesen Versen abschließen. Zumindest den letzten Sonntagsgottesdienst. Weil ich glaube, wir haben heute noch ein Mittwoch, oder? Geht sich noch einer aus, gell? 30. Ja. Psalm 121. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass du stolperst und fällst. Der dich behütet, schläft nicht. Ich schlafe so gern. Also, Gott schläft nicht. Siehe, der Israel behütet, wird nicht müde und schläft nicht. Der Herr selbst behütet dich. Der Herr ist ein schützender Schatten über deiner rechten Hand. Die Sonne wird dir am Tag nichts anhaben, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behütet dich vor allem Unheil und bewahrt dein Leben. Der Herr behüte dich, wenn du kommst und wenn du wieder gehst, von nun an bis in Ewigkeit. Und wenn du gedacht hast, das war jetzt aber ein schöner Text, das ist ein schönes Gedicht, nein, nein, das ist Gottes Reden an dich. Das ist an dich gerichtet. Er schaut auf dich. Er schaut auch nächstes Jahr auf dich. So vertraue ihm. Er wird nächstes Jahr auf dich schauen. Wie du schon gesagt hast, du möchtest nicht nochmal 2020 war er schon. Es war großartig, großartig, großartig. Nicht wieder das Gleiche, sondern wir wollen was Neues erleben mit Gott, und er hat was Neues für uns. Und ich freue mich so, dass das ein Jahr wird, dass wir gemeinsam
verbringen miteinander, gemeinsam den Herrn feiern und gemeinsam uns überraschen lassen, was er noch alles vorhat, oder? Amen. 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 Kannst du mir nicht zum Finger machen? Okay. Habe ich dann nicht gesagt, ja. Zur Zeit und zur Unzeit bereit. Halleluja, danke Herr. Danke Herr für dieses Jahr. Danke Herr für deinen Segen auf jeden Einzelnen, der da ist. Danke Herr, dass du auch die tröstest, die traurig sind, dass du Mut schenkst den Mutlosen, dass du uns Annahme schenkst, die sich nicht angenommen fühlen. Danke Herr, dass du uns Hoffnung schenkst. Ich weiß, dass die Hoffnung, die kommt von dir. Die Hoffnung, dass es ein Leben wird, voller Leben nächstes Jahr. Und ich strecke mich schon aus und bin schon voller Vorfreude, was du vorhast, für jeden Einzelnen von uns. Amen. Halleluja, danke Herr. Danke Gott. Nehmen wir uns einmal einen Moment und in seiner Gegenwart. Genieß, der Heilige Geist ist hier, er spricht zu dir. Danke Herr, dass du uns hilfst, so einen Blick auf dich zu halten. Yeah.
Dein Wort versetzt Berge.